Versprechen hält man und damit willkommen zurück bei der nächsten Folge The Ward. Wir sind wieder oder immer noch eher gesagt im Raum vom Prediger und können uns hier der hat auch so ein Teil. Oh, das kann doch nicht sein. Nicht so lange der Prediger. Okay. Was ist das? Okay. Seit wann hängen denn hier so Bilder an der Wand? Eieiei, was ist das? Glocke, Achtung, nur für die tägliche Messe. Oh, hehehehe. Ach, schade, er will sie nicht benutzen. Oh, schade. Okay, danke, Wiedersehen. Er hat uns in der letzten Folge sehr viel erzählt. Bin ich mal gespannt, ob die Tür offen bleibt. Ja, sie bleibt offen. Wir sollen nochmal mit Jessica uns unterhalten. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zur Spielhalle. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und ich muss sagen, so schön das auch jetzt, danke, ist das Spiel hier und dass wir auch tatsächlich mal weitergekommen sind, so zäh entwickelt es sich jetzt hier gerade wieder. Denn wir laufen hier nur von A nach B und unterhalten uns und unterhalten uns und unterhalten uns und unterhalten uns. Na, danke. Und auf Dauer ist das echt ein bisschen anstrengend. Vor allem, das alles sich zu merken, ist noch viel anstrengender. Was kannst du mir von Prediger John sagen? Hi, Brock. Es ist kein Prediger und die Chance, dass er je einer wird, ist höchst unwahrscheinlich. Wieso glaubst du das? Es ist nur Theater, aber sie täuschen niemanden mit dieser kindischen Aufführung. Könnte er der Nexus sein? Frag ihn. Vielleicht war es doch nicht so gut, dem Prediger das zu zeigen, was ich ihm gezeigt habe. Ah, sie ist wenigstens da. Das ist gut. Dann reden wir auch nochmal mit Rita. Na, dann nur geh rein. Hallo, Rita. Ah, schon wieder, Was kannst du mir über Prediger John sagen? Nicht viel. Es ist... Er ist nett, ja, aber er fürchtet Marshall zu sehr, als dass er ihn herausfordern würde. Ach ja? Ich hatte einen anderen Eindruck, als ich mit ihm gesprochen habe. Nun, das kommt, weil du seine Gedanken nicht lesen kannst. Ich kann es. Ich könnte deine Gedanken lesen, wenn ich wollte. Ah, versuch es. Gerade jetzt fragst du dich, ob geheime Treffen genau unter deiner Nase stattfinden. Das ist wahr. Hm? Woher wusstest du, dass ich nach der geheimen Gesellschaft gesucht habe? Der sechste Sinn, Intuition oder einfach nur Wiederholung? Eine Wiederholung kostet 500er. Was? Du meinst, die geheime Gesellschaft ist mehr ein Scherz? Leider nicht. Das Leben wäre lustiger. Wie auch immer, das kommt von Marshall. Es benutzt es als Entschuldigung, um uns zu quälen. Denk mal nach, Süßer. Was könnte eine geheime Gesellschaft erreichen? Es würde sicher niemandem helfen, wieder nach Hause zu kommen. Doch, mir. Hast du jemals vom Auserwählten gehört? Der Auserwählte? Einige Kontrollore, die so nett waren und mich auf meiner Reise eskortierten, erwähnten etwas davon. Ich habe nicht wirklich verstanden, worum es ging. Ich versuche, jemanden zu finden, der Nexus heißt. Was ist ein Nexus? Ich meine es ernst, Rita. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du so etwas finden willst? Es tut mir leid, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Na gut, du hast, da hast du deine Antwort, ja, danke. Danke, Rita. Okay. Danke, Rosa. Ich brauche Jessica. Jessica Fletcher, wo ist sie? Denn Mord ist ihr Hobby. Oh, das ist, ja. Okay, dann komm. Jemals was vom Auserwählten gehört?
Der Auserwählte. Nein, vielleicht hat es etwas mit unserem Manager zu tun, Marshall. Manchmal nennt er sich so ähnlich. Okay. Ah, das ist blöd, dass sie immer die Tür zumacht, wenn sie geht. Jeffrey, raid up! Was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße. Aha. Was kannst du mir über die geheime Gesellschaft sagen, Doc? Ich kann dir nicht folgen, Walker. Du erwähntest die richtigen Leute. Hatte das eine besondere Bedeutung? Leute, Bedeutung? Das tat ich sicher, aber nichts deutet auf solch dunkle Absichten. Ich dachte einfach daran, du solltest mit Leuten reden, die noch nicht ihre Moral unter Marshalls Diktatur verloren haben. Ich meine nur, etwas Gesellschaft würde deine Hoffnung länger am Leben halten. Was weißt du vom Nexus? Der Nexus, hm? Ich verstehe. Du hast alle Leute hier auf der ganzen Kolonie danach gefragt, nicht wahr? Glaubst du nicht, du hast ein bisschen zu lange die Sterne angeschaut, mehr Schaden angerichtet, als du erahnst? Ich glaube eher, dass du die Frage, dass du der Frage ausweichst. Es gibt nichts, was ich dir darüber sagen könnte, David. Mein Rat an dich, übe dich in Geduld. An diesem Ort ist das annähernd unerlässlich. Okay, können uns die Grauen freundlich gesonnen sein? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Alles, was sie tun, tun sie aufgrund des Einflusses der Reptioiden. Oder, um es treffender zu sagen, Kontrolle. Wären sie alleine, könnten ihre Absichten nobler sein, als es scheint. Was weißt du vom Auserwählten? Überhaupt nicht. Was nicht mehr beschäftigt, was mich mehr beschäftigt, dass du die Situation hier in der Kolonie nicht richtig einschätzt. Was meinst du? Die Zeit der Harmonie oder zumindest die Illusion davon ist vorbei. Niemand ist mehr sicher. Na danke. Na super. Wo finde ich jetzt Jessica? Da ist der Blackjack-Spieler. Da, halt, halt, halt. Ach nee, ich glaube, das ist er nicht. Nee. Nein, das ist der Falsche. Ach doch, das ist Jessica. Jessica, ich muss mit dir reden. Okay, ich treffe dich am Blackjack. Okay. Oh. Danke, Mike. Mike geht komischerweise nicht in die Spielhalle. Hey, wo ist Jessica? Wo ist Jessica? Oh, das kann doch nicht sein. Ach halt, da steht sie doch. Meine Güte. Tarnmodus hier aktiviert. Weißt du etwas über die Biocontainer? Vielleicht einmal, aber ich weiß wirklich nichts über diese Dinge. Frag jemand anders. Hm. Können wir von den Grauen Hilfe erwarten? Vielleicht eines Tages, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann wird das sein? Wenn sie mächtig genug sind, um die Reptioiden zu stürzen. Hast du jemals vom Auserwählten gehört? Es ist etwas, worüber die Leute während der Siesta sprechen. Geschwätz, nichts weiter. Bist du dir sicher? Hey, wenn du mir nicht glaubst, kannst du jederzeit jemand anderen fragen. Warte mal. Okay, ich habe gedacht, hier klingelt gerade ein Telefon. Der mehr Autorität hat, Jack Marshall, wird dir wahrscheinlich jede weitere Frage zu beantworten wissen. Ja, ja, ja. Ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgeschmückt.
werde ich machen. In der Zwischenzeit mach keinen Blödsinn. Ja. Das hat man alle schon gesagt. Vielen Dank, vielen Dank. Hier das Gleiche. Was ein Quatsch. Ja, super. Okay. Das ist wieder Jessica, okay. Halt! Nein! Das war doch Rita. Ich wollte doch sagen, die Hose kommt mir doch so bekannt vor. Aber die Frage ist immer noch, kriege ich sie aus dem Raum raus oder nicht? Ich hatte sie in der letzten oder vorletzten Folge probiert, dass wenn sie rausgeht, dann... Ach nee, oder? Nee, sie kann nicht raus. Dann bleibt die Tür ja noch für einen Augenblick auf und dann hatte ich die Hoffnung, dass ich dann da reinschlüpfen kann, aber dem war leider nicht so. Jetzt haut er ab. Also im Moment besteht das Spiel hauptsächlich aus Geduld, Ausprobieren, Hartnäckigkeit und, ja, Sniffelinstinkt. Hier tut sich nichts. Dann versuchen wir es nochmal beim Prediger. Wir haben jetzt einmal mit Jessica gesprochen. Wir haben mit Doc gesprochen. Mit Jeffrey gesprochen. Ja, danke Mike, das bringt eh nichts. Da hinten ist wieder der Cracker-Hacker. Da sind die beiden Professoren. Oder Doktoren. Hoppla, was ist denn hier los? Ich bin gerade beschäftigt. Sprich mit Rita, Maiden. Sie könnte behilflich sein. Die Wahrsagerin? Wie könnte sie mir helfen? Sie könnte dir zeigen, wie man entspannt... Unk? Unk? Da stand Unk! Jessica, ich muss mit dir reden. Also wieder zur Wahrsagerin. Oh Leute, ich komme doch gerade von da. Ja, ich weiß. Blackjack-Tisch. Ich bin schon auf dem Weg. Stehe ruhig rum. Ja, genau. Warum können sie sich alle so cool wegbeamen und ich nicht? Ist auch schade, dass das hier der einzige Raum ist mit einer eigenen Musik. Ich frage mich, wo ist Rita? Was? Sie ist weg? Oh nein, sie ist entführt worden, oder was? Die Musik gefällt mir auch nicht. Einige Karten. Ach ja, die Tarotkarten. Ja. Oh, was? Ich kann sie jetzt nehmen. Okay, kann ich sonst noch was nehmen? Sonst noch irgendwas hier? Eine Kristallpyramide. Oh, ich kann ja dahinter gehen. Das hier hinten sieht aus wie eine versteckte Tür. Ah, jetzt kann ich hier mir endlich... Ja. So, und jetzt die Frage. Was muss ich hier tun? Ah, cool. Jetzt kann ich die nämlich auch verändern. So ein bisschen sieht das doch hier aus wie die Karte, die wir jetzt gerade eben geholt haben. Nein. Nein. Ach, ja, das war der Tod. Hallo, Inventar. Erstmal das auf Seite. Wieso komme ich denn jetzt nicht in... Nein, ach, Walker. Moment, ich habe es doch gestern fotografiert.
Moment, ich muss mal kurz meine Bilder suchen. Dum, 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 dum. Nein, ich habe die Bilder gelöscht. So eine Kacke. Okay, geh nochmal raus. Zwar diese hier. Nein, die war es nicht. Die war es. Und zwar, wenn wir uns die Karte angucken und dann hier uns den Schrank angucken, dann finde ich nämlich links und rechts die Handschellen, die Schuhe. Das hier ist der Pipi-Mann in der Mitte. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das und das hier sind. Ach doch, ganz oben. Jetzt sehe ich es. Ganz oben sind auch noch mal so Dinger. Also, Moment. Uff. du Scheiße. Die müssen auf jeden Fall dahin. Wobei, ich sehe jetzt hier zwei. Wie soll das denn funktionieren? Ah, im Moment, jetzt sehe ich das ganz unten links. Rad des Schreckens, Schicksals. Okay, also müssen die wahrscheinlich so runter. So. Und die Handschellen müssen... Moment, die sind ja jetzt genau andersrum, also... Müsste das so stimmen?